Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, manchmal geschieht es, dass wir an historischen Ereignissen teilhaben. Das ist nicht jeden Tag, das ist eher selten, aber das Schöne ist, heute ist so ein historisches Ereignis. Heute feiern wir nämlich das erste Mal in der orthodoxen Kirche das Gedächtnis aller Heiligen, die in den deutschen Landen aufgestrahlt sind. Der heutige Sonntag hat also mehrere Bedeutungen. Es ist einerseits der übliche Sonntag, der 17. nach Pfingsten. Es ist aber auch der Sonntag nach Kreuzerhöhung, das Fest, was wir diese Woche begangen haben. Und wie gesagt, es ist diese Besonderheit, das erste Mal wird das Fest der deutschen Heiligen gefeiert. Wir kennen diese heiligen Feste von dem ersten Sonntag nach Pfingsten, wo in der orthodoxen Kirche aller Heiligen gedacht wird, oder auch den zweiten Sonntag nach Pfingsten, wo wir den Heiligen gedenken, die in den russischen Landen aufgestrahlt sind. Und das Evangelium, was wir heute gehört haben, ist auch aus diesem Gottesdienst der Heiligen, die in den russischen Landen aufgestrahlt sind. Das wird auch in anderen Kirchen gelesen, weil es gibt nämlich diese Feste auch für die Rumänen, auch für, ja, jeder hat ja seine Heiligen, denen er besonders gedenkt, und dafür gibt es eben auch Feste. Und jetzt in diesem Jahr das erste Mal auch hier in Deutschland. Wie das dazu kam, dazu später. Das Evangelium, was wir heute gehört haben, war das Evangelium aus der Bergpredigt. Ja, wir haben da die neun Seligpreisungen drin. Das unterscheidet sich ein wenig von dem, wie es im Alten Testament war. Im Alten Testament gab es die zehn Gebote. Und die zehn Gebote, das waren Verbote. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht und so weiter. Diese Verbote zeigten uns aber auch noch nicht den Weg, wohin sollen wir denn gehen. Ein Verbot zeigt immer nur, wo wir nicht hingehen sollen. Jetzt im Neuen Testament, mit der Bergpredigt, bekommen wir diese Richtung angezeigt. Wohin müssen wir gehen, um zu Gott zu kommen? Und das ist eben diese Ergänzung des Testamentes, die Ergänzung durch Empfehlungen, was zu tun ist. Diese Seligpreisungen, die bauen alle aufeinander auf. Wir haben da neun Seligpreisungen drin. Die ersten vier Seligpreisungen bilden quasi das Fundament des geistlichen Lebens. Sie beinhalten die demütige Hinwendung zu Gott, Reue, Sanftmut. Die letzten fünf Seligpreisungen bauen darauf auf. Denn das ist dann ein Aufruf zur Liebe, der in all diesen fünf enthalten ist. Zuerst also natürlich die Barmherzigkeit gegenüber anderen. Sozusagen der erste Schritt der Liebe. Danach das geistliche Friedensstiften, das ist eine höhere Form der Liebe. Für ihren Erfolg sind Reinheit im Herzen und Einsicht von Gott erforderlich. Unter Verfolgung und Hohn zu leiden, das ist schließlich die höchste Form der Liebe zu Gott. Sein eigenes Leben, um Christi Namen willen hinzugeben. Warum wird denn nun dieses Evangelium heute gelesen? Weil nämlich viele dieser Heiligen genau diese Leiter gegangen sind, genau diese Leiter erklommen haben. Und alle Völker haben natürlich einen besonderen Bezug zu den Heiligen, die in ihrem Umkreis gewirkt haben. Wie kam es denn nun dazu, dass den deutschen Heiligen gedacht wird? Dazu einige Zitate aus der Botschaft des Erzbischofs von Rosa-Tihon, dem Leiter der Diözese von Berlin und Deutschland. Im Verlauf der vergangenen 10 Jahre wurde durch die Diözese von Berlin und Deutschland, der russisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats und die deutsche Diözese der russischen orthodoxen Kirche im Ausland umfangreiche Arbeiten bei der Sammlung von Materialien über die Heiligen Deutschlands aus der Zeit der ungeteilten Kirche sowie der Zusammenstellung ihrer Lebensbeschreibungen durchgeführt. Im Jahr 2019 wurde durch diese beiden Diözesen eine Konferenz zum Thema
die Heiligen Deutschlands des ersten Jahrtausends abgehalten. Von dieser Konferenz gibt es auch einen Tagungsband. In dieser Konferenz wurden also dieses Thema besprochen und es wurde dann eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich dann dieser Zusammenstellung dieser Materialien und deren Aufbereitung zu widmen hatte, mit dem Ziel, die deutschen Heiligen in das Menologium der russisch-orthodoxen Kirche aufzunehmen und auch ein Datum für das feierliche Gedenken der Synaxis dieser Heiligen festzulegen. Im März 2023 dann wurden dann diese Materialien an die Synodale Kommission für die Heiligsprechungen übergeben, damit eben diese Namen aufgenommen werden können und sie auf Diözesanebene verehrt werden können. Und am 24. August nun diesen Jahres entschied der Heilige Synod der russischen orthodoxen Kirche, dass ein feierliches Gedenken der Synaxis der Heiligen, die in Deutschland aufgestrahlt sind, gefeiert wird. Und hat dabei folgende Namen in diese Synaxis aufgenommen. Es sind erstmal 12 Heilige, es sind also nicht alle, sondern es ist erstmal ein Anfang. Das ist der heilige Märtyrer Bonifatius, Erzbischof von Mainz. Seine Abbildung haben wir hinten in der Apsis in der unteren Reihe. Das ist der heilige Märtyrer Aureus, Bischof von Mainz. Das sind die Gefährten Mauritius, der Märtyrer Mauritius und seine Gefährten Gerion, Cassius, Florentius und andere Soldaten. Das ist die Märtyrerin Afra von Augsburg. Das ist der heilige Maximianus, Bischof von Trier. Der heilige Maternus, erster Bischof von Köln. Auch dessen Ikone haben wir im Altar. Der heilige Corbinian, erster Bischof von Freising. Der heilige Willibrord, Erzbischof von Utrecht. Auch dessen Ikone haben wir hier. Der heilige Burkhard, Bischof von Würzburg. Der heilige Ansgar, Erzbischof von Hamburg, und die beiden Frauen haben wir auch hier, die ehrwürdige Lioba von Bischofsheim und die ehrwürdige Walpurga von Eichstätt, wo wir am nördlichen Teil unserer Kirche auch die Darstellungen von ihnen haben. Als Feiertag der Synaxis der Heiligen, die im deutschen Lande aufgestrahlt sind, wurde der 3. Oktober festgelegt, wenn dieser Tag mit einem Sonntag zusammenfällt. Andernfalls liegt er auf dem Sonntag, der dem 3. Oktober am nächsten ist, in diesem Jahr also heute. Ein Grund dafür, dass man den 3. Oktober ausgewählt hat, ist, dass man den weltlichen Feiertag der Einheit Deutschlands mit einem geistlichen Gehalt anfüllen möchte. Wir alle müssen dessen gedenken, dass der wahre Ruhm der Kirche Christi ihre Heiligen sind. Deshalb werden wir diesen Tag von nun an im besonderen Gebet an die Behüter des Landes, in welchem wir leben, und unseren Dienst versehen, verbringen. Ich beglückwünsche Sie jeden zu diesem Feiertag der Synaxis der Heiligen, die im deutschen Lande aufgestrahlt sind, Erzbischof Tycho. Freuen wir uns also auf dieses Fest. Eifern wir den Heiligen in ihrem Bestreben, die Leiter der Tugend zu erklimmen, wie es in der Bergpredigt beschrieben ist, nach. Beschäftigen wir uns mit dem Leben dieser Heiligen, um sich an ihrem Vorbild zu orientieren. Sie haben uns viel zu geben und wir können viel von ihnen lernen. Das kann man zum Beispiel im Internet tun, in der orthodoxen Enzyklopädie Orthopädia oder im Heiligenlexikon, oder man nimmt diesen Tagungsband Heilige Deutschlands im ersten Jahrhundert, den es bei der Edition Hagia Sophia oder auch hier am Kerzentisch gibt. Bitten wir diese Heiligen um die Errettung, um die unseres Landes und aller, die darin wohnen. Zusammengefasst kann man dieses Fest noch einmal auch sehr schön im Kondakion betrachten, welches wir heute auch während des Gottesdienstes gehört haben. Ihr lebet auf Erden wohlgefällig, aufleuchtend im deutschen Lande als Heilige. Nun freuet ihr euch in den Himmeln mit den Engeln und lobpreist die heilige Dreiheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist in einer Gottheit. Wir aber, Erdgeborene, preisen euch und feiern euer Gedenken. Bringet unsere Gebete Gott, dem Allmächtigen, zu seinem himmlischen Altar. Auf eure Fürsprache möge er Frieden und Errettung schenken, unseren Seelen. Amen.